Dieses Geldsystem, muss man nochmal dazu sagen, was wir haben, ist fabelhaft in einer Funktion, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist, wovon alle reden und was alle versuchen zu tun. Geld, wie es heute erzeugt wird, entsteht in einem Buchungsvorgang. Forderung an Verbindlichkeit, eine Bilanzverlängerung. Und diese Verbindlichkeit ist eben dummerweise aus Sicht des Kreditnehmers verzinst. Zinsen, Schulden und der nächste Crash. Welches Geld hat noch Zukunft? Um dieses Thema ging es am 11. Mai 2011 in einer Podiumsdiskussion der Reihe Im Zeitraum im Radio Kulturhaus. Zu Gast bei Johannes Kaup waren die deutsche Ökonomin Margaret Kennedy und Franz Hörmann, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen im Radio Kulturhaus in Wien. Der griechische Finanzminister wird sich vermutlich in diesen Tagen an das bekannte Wort von Johann Nestroy erinnern. Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Das ist allerdings die halbe Wahrheit nur, denn im Kapitalismus ist Geld immer vorhanden, nur die Taschen wechseln. Denn die Schulden der einen sind die Kapitalvermögen der anderen. Und in einer Schuldenkrise ist es mit dem Geld wie mit dem Klopapier. Wenn man es braucht, braucht man es dringend. Der Theaterregisseur Peter Zadek hat einmal gemeint, der Kapitalismus ist eine kriminelle Vereinigung, von der wir alle profitieren. Das stimmt aber auch nur zum Teil, denn Kapitalgeber haben natürlich den Vorteil, die Zinsbedingungen auszuhandeln, unter denen sie Geld borgen, unter denen die anderen dann jahrelang stöhnen müssen. Wie sagte schon der einstige Sonnenkönig von Österreich, Bruno Kreisky, Reichtum und Vermögen sind keine Schande, nur die Art, wie sie zustande kommen. Zinsen, Schulden und der nächste Crash, welches Geld hat noch Zukunft? Das ist unser heutiges Thema. Heute geht es um die Tücken unseres Finanzsystems. Sie werden heute erfahren, was Geld ist, was es nicht ist, woher es kommt, wer es hat. Wir lernen, wie lebensnotwendig Geld sein kann, aber auch, wie es zu einer tödlichen Waffe werden kann. Für unser Thema habe ich heute zwei außergewöhnliche Fachexperten eingeladen, die, obwohl akademisch sozialisiert, es gewohnt sind, außerhalb der eingetretenen Pfade zu denken. Obwohl beide unterschiedliche Denkansätze haben, halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren unser Finanzsystem, wie wir es kennen, zusammenbrechen könnte. Und zwar nicht nur deshalb, weil es die Politik bei der Finanzkrise 2008 verabsäumt hat, einschneidende und nachhaltige systemische Regulationen vorzunehmen. Ich möchte nun Ihnen diese Gäste vorstellen. Aus Deutschland zu uns gekommen ist Professor Dr. Margaret Kennedy. Sie ist Architektin von der Ausbildung her, aber seit Jahrzehnten eine Finanzexpertin für Komplementärwährungen. Sie ist Gründerin von Moneta, dazu wird sie vielleicht auch etwas sagen, und Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem von Geld ohne Zinsen und Inflation. Unser zweiter Gast ist Universitätsprofessor Dr. Franz Hörmann. Er ist Universitätsprofessor am Institut für Unternehmensrechnung an der Wirtschaftsuniversität Wien und Autor des vor einem Monat erschienenen Buches Das Ende des Geldes. Frau Kennedy, Sie sind ursprünglich Architektin und wurden sozusagen aus Berufung vor vielen Jahren zu der bekanntesten Expertin für Komplementärwährungen im deutschen Sprachraum. Warum? Zuerst mal muss ich sagen, dass ich nicht nur Architektin bin, sondern auch Stadt- und Regionalplanung studiert habe und eine Doktorarbeit gemacht habe in öffentlichen und internationalen Angelegenheiten, Public and International Affairs in Amerika, an einer Schule, die von den Gründern des Marshallplans gegründet wurde, weil sie feststellten, dass zu wenig Leute international denken konnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Rahmen dieses Studiums habe ich mich natürlich auch mit Ökonomie, mit Systemanalyse, mit Soziologie und vielen anderen Fächern beschäftigt, die nicht unbedingt etwas mit Architektur zu tun haben, aber natürlich auch mit Architektur. Und ich denke, dass dieser Hintergrund immer meinen Blickwinkel nicht mehr, also dann hatte ich einfach nicht mehr diesen engen Blick auf architektonische Dinge und im Rahmen der internationalen Bauausstellung, wo ich von 1979 bis 84 die Forschungsabteilung für Ökologie und Energie geleitet habe, hatten wir damals sehr viel Geld, ökologische Modellprojekte anzufangen. Das war eine Zeit, wo Ökologie im Bauen noch relativ unbekannt war.
Und überall, wo ich hinkam, meine Vorträge zu halten, weil das auf großes Interesse stieß, wie man denn ökologisch bauen könnte, kam hinterher immer jemand zu mir und sagte, das ist alles schön und gut, was Sie da machen. Das würden wir auch gerne machen, aber das rechnet sich nicht. Und das fing mich langsam an zu ärgern, weil ich auch wusste, wenn ich das nicht irgendwie hinkriegen könnte, dass ökologisches Bauen sich rechnet, dann würde es in dem Maßstab, wie es notwendig war, nie stattfinden können. Deswegen war das eine wichtige Frage. Und eines Tages hörte ich einen Vortrag von einem Mann namens Helmut Kreutz, der übrigens auch Architekt ist. Und innerhalb von 20 Minuten war mir klar, dass in diesem Geldsystem Ökologie und Ökonomie nie zusammenkommen können. Und das werde ich Ihnen gleich auch zeigen. Und dass es nicht an der Ökologie lag, auch nicht an den kleinen Serien und was wir damals alles noch an Schwierigkeiten hatten, Baurichtlinien, Finanzierungsrichtlinien und sowas, sondern dass es am Geldsystem lag. Und dann habe ich 6 Monate gebraucht, um zu glauben, dass das, was ich in 20 Minuten verstanden hatte, das schon stimmte. Und dann hat mich eine solche Wut gepackt, dass ich das nicht bereits in der Schule gelernt hatte. Dann habe ich meinen ersten Aufsatz geschrieben und dachte so, dabei bleibt es jetzt. Aber das Thema hat mich nicht mehr losgelassen und das ging immer weiter in meinem Hinterkopf. Und nach 5 Jahren drüber nachdenken, und dann habe ich immer an meine Ökologievorträge hinten dann noch sowas drangehängt zum Thema Geld, und dann kamen die Leute hinterher zu mir und sagten, das ist schön und gut, was ich über Ökologie gesagt habe, oh, aber wo kann man das mit dem Geld finden? Und es gab eigentlich nichts dazu. Naja, nach 5 Jahren habe ich dann ein Buch geschrieben, in 4 Tagen, Geld ohne Zinsen und Inflation im Urlaub. Ich wollte es eigentlich gar nicht schreiben, auf einmal war es da. Das ist jetzt in 22 Sprachen übersetzt, und seit dem Zeitpunkt, ich dachte, jetzt habe ich ein Buch geschrieben und kann ich aufhören, wieder mich der ökologischen Architektur zu widmen. Wieder nichts, dann fing das an mit den Einladungen und Vorträgen und so weiter. Und dann habe ich zwischendurch nochmal aufgegeben, weil ich 91 begriffen habe, also 82 habe ich das begriffen, 91 habe ich dann gemerkt, es tut sich nichts, da kann man noch so viele Vorträge halten. Dann habe ich 11 Jahre noch meine Professur angenommen für ökologisches Bauen. Und dann um 2000 rum wusste ich, jetzt wird's ernst. Also dazu braucht man kein Prophet zu sein. Dass wenn man diese paar grundsätzlichen Missverständnisse verstanden hat, dann weiß man, dass dieses System auf Dauer zum Scheitern verurteilt ist. Und 2000 habe ich gesagt, so jetzt braucht's mich wieder, und dann habe ich einfach meine Professur an den Nagel gehängt und habe mich nur noch um das Thema gekümmert. Und ich bin heute sehr froh, weil seit 2008 hören die Leute tatsächlich zu. Und das ist einfach toll. Ja. So auch hier. In Österreich sind wir ein bisschen später, 2011. Ja. Herr Hörmann, als Professor am Institut für Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität Wien haben Sie theoretisch und praktisch mit Geld zu tun. Sie denken volkswirtschaftlich und Sie denken wirtschaftshistorisch über den Tellerrand hinaus. Warum? Schauen Sie, von der Ausbildung her und von meiner Neigung bin ich eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Also ich habe mich von den frühesten Assistentenbeinen an mit Accounting Information Systems beschäftigt, also mit Rechnungswesen Informationssystemen. Und da habe ich schon sehr früh erkannt, dass wir heute unter unglaublichen Ineffizienzen diesbezüglich leiden. Wir haben Trennungen in den einzelnen Unternehmen zwischen den Bereichen der Kostenrechnung, der handelsrechtlichen, der steuerrechtlichen Buchhaltung, auch wenn da so ein Überbegriff, ein Schlagwort wie SAP oder sowas drüber steht. Ja. Und dann haben wir Schnittstellen zwischen den einzelnen Unternehmen, beispielsweise in einer Supply Chain. Diese Schnittstellen, die sogenannten Medienbrüche, sorgen heute nicht nur für ineffizient und zeitliche Verzögerung, sondern auch in massivem Ausmaß für Fehler, beziehungsweise an vielen Stellen auch für vorsätzlichen Betrug. Wir könnten das sofort abstellen mit geschlossenen Kreisläufen, wo sozusagen schon jeder einzelne Geschäftsfall voll elektronisch begleitet wird über eine übergreifende Supply Chain, über alle Unternehmen hinweg. Ein komplettes Outsourcing jeder Form von Buchhaltung. Dies würde aber bedeuten, dass flächendeckend sämtliche Buchhalter, egal ob bei Steuerberatungskanzleien oder in großen Konzernen, schlagartig arbeitslos sind. Das heißt, wir halten die Fehlerquellen und die Betrugsmöglichkeiten künstlich am Leben, nur um den Menschen Einkommen zu verschaffen, indem sie Tätigkeiten ausüben, die nicht nur überflüssig, sondern sogar fehleranfällig und schädlich sind. Und das war sozusagen die Erkenntnis, wo Sie gesagt haben, jetzt möchte ich mal grundsätzlich mir
Richtig. Das Geldsystem angucken. Richtig. Da bin ich dann eben in Wissenschaftstheorie eingestiegen und, das war dann spannend, ins Wissensmanagement. Und wenn man dann beginnt, die Begriffswelten der eigenen Fachdisziplin zu dekonstruieren und sich mal zu überlegen, wo kommen eigentlich kommt die Terminologie her, wie ist sie historisch entstanden, wer hat das geprägt, dann sieht man hinter diese Kulissen und dann beschäftigt man sich auf einmal mit Dingen, die unter Umständen auch politisch so gar nicht gewünscht sind, ja, dass das in die breite Öffentlichkeit kommt. Aber als Vertreter des Wissensmanagements ist es meiner Meinung nach auch meine Aufgabe, das Wissen in die Gesamtbevölkerung hinauszutragen. Frau Kennedy, das Geldsystem erfüllt im Kern eine Steuerungsfunktion in unserer Gesellschaft. Es wirkt als Belohnungsinstrument und sollte daher eigentlich zu positiven Leistungen anreizen. Wir haben alle täglich mit Geld zu tun. Es zeigt sich aber, dass wir gar nicht viel über Geld nachgedacht haben. Wir wissen eigentlich wenig über die Natur des Geldes. Was ist denn Geld eigentlich? Meine liebste Definition ist, Geld ist eine Vereinbarung zwischen Menschen, etwas Bestimmtes als ein Tauschmittel zu betrachten. Das können Zigaretten sein nach dem Weltkrieg, das können Tiere sein, das können Geldscheine sein, das können Münzen sein. Es ist eine Vereinbarung unter Menschen, etwas Bestimmtes sozusagen wertzuschätzen für das, was da draufsteht und so weiter. Das finde ich deswegen so wichtig, diese Definition auch zu bringen in meinen Vorträgen, weil das ermöglicht ja auch, diese Vereinbarung zu verändern. Also da etwas Neues hinzuzunehmen, statt zu glauben, wie die meisten Leute, die wachsen mit diesem Geldsystem auf, die finden das wunderbar und das ist es. Und was anderes gibt es nicht als das System, was wir jetzt haben. Und diese Haltung zu durchbrechen und zu zeigen, dass es eigentlich genau wie wir Häuser für verschiedene Zwecke bauen, wie so einen Saal hier, oder Autos für verschiedene Zwecke oder Kleider für verschiedene Zwecke haben, warum haben wir nicht auch Geldsysteme für verschiedene Zwecke? Und das kann ich jetzt nach den 30 Jahren Forschung auf diesem Bereich gut belegen, wie wir eigentlich viel bessere Geldsysteme entwickeln können für genau die Dinge, die im jetzigen Geldsystem unterbelichtet sind. Dieses Geldsystem, muss man nochmal dazu sagen, was wir haben, ist fabelhaft in einer Funktion, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist, wovon alle reden und was alle versuchen zu tun. Es ist nicht so gut für soziale Zwecke, es ist nicht so gut für ökologische Zwecke, es ist nicht so gut für kulturelle Zwecke. Diese ganzen Funktionen, die ja wichtige Teile unseres Lebens ausmachen, haben es unglaublich schwer, an Geld zu kommen. Und da könnte ich ein paar Beispiele nachher zeigen, wie das einfacher geht. Herr Hörmann, ich probiere eine Definition des Geldes auch bei Ihnen, aber umgekehrt. Privatleute, Großunternehmen, Gemeinden und Staaten sind in einem großen Ausmaß heute verschuldet, in einem Ausmaß, was vor Jahren noch unvorstellbar war. Es entstehen immer größere Zweifel, ob diese Schuldenbeträge jemals zurückgezahlt werden können. Sie schreiben, was aber die wenigsten wissen, globale Schuldsummen hängen mit der Methode der Gelderzeugung zusammen. Das heute weltweit verwendete Geld entsteht als Schuldschein. Es handelt sich somit um Schuldgeld. Was bedeutet das denn? Naja, das bedeutet, dass die spannenden Zettel, die wir heute alle in unseren Brieftaschen tragen, in Wirklichkeit nichts anderes sind als sogenannte IOUs, also Schuldscheine, historisch gesehen auf Münzgeld, also auf Goldmünzen. Also das, was am Papier oben stand, war eigentlich der Schuldschein eines Goldschmieds beispielsweise, der die Goldstücke der Bevölkerung, der reichen Bürger in seinem Tresor hatte und auf Vorweisen dieses Scheins dann das echte Gold wieder herausgeben sollte. Irgendwann sind diese schlauen Menschen aber darauf gekommen, dass sich nur 10% ungefähr der Bürger physisch wirkliche Gold abholen und haben dann 10-mal so viele Scheine gedruckt, weil es natürlich praktischer ist, einfach das Papier weiterzugeben, ja, für Tauschhandlungen zum Bezahlen am Markt. Und das nannte man dann in späteren Zeiten das Mindestreservesystem. Man hat also das einfach übernommen. Denn diese Goldschmiede waren ja auch nicht nur die reichsten, das waren vielleicht auch die cleversten Leute damals. Und die Könige, die Krieg führen wollten, mussten sich bei ihnen verschulden. Und die haben natürlich ihnen sofort jeden Betrag zugesagt, aber wohlweislich eben als rückzahlbare Schuld mit Zinsen. Dann später unter der Prämisse, dass sie das Monopol für die Geldschöpfung, also für die Ausgabe des einzig gesetzlichen Geldes in diesem Staat, mit übernahmen. Und ab diesem wirklich sehr dummen, schlechten Deal für die Könige waren die Herrscher eigentlich ja unter der Gewalt der Banker später, und daran hat sich bis heute weltweit in Wirklichkeit nichts geändert.
Geld, wie es heute erzeugt wird, entsteht in einem Buchungsvorgang, Forderung an Verbindlichkeit, eine Bilanzverlängerung. Und diese Verbindlichkeit ist eben dummerweise aus Sicht des Kreditnehmers verzinst. Und das führt zu dieser absurden Situation, dass wenn wir heute mit Geld zum Beispiel öffentliche Schulden, Staatsschulden glauben, zahlen zu können, geht das aus dem Grund nicht, weil das Geld, mit dem wir es bezahlen, selbst wieder eine verzinste Schuld ist. Und solange Politiker das nicht verstehen oder nicht verstehen dürfen, wird sich an diesem Zustand in unseren Zivilgesellschaften auch nichts ändern. Frau Kennedy, es gibt in Bezug auf die Funktion des Geldes viele Missverständnisse, wie Sie in Ihrem Buch Geld ohne Zins und Inflation beschreiben. Können Sie uns da ein paar erklären? Es sind hauptsächlich zwei Fehler in dem heutigen Geldsystem, die sozusagen den Planeten ruinieren. Das erste ist das exponentielle Wachstum. Was die meisten Menschen nicht verstehen, ist ja, dass es unterschiedliche Wachstumsmuster gibt. Weil wir alle nach einem Wachstumsmuster wachsen, was im Anfang ein bisschen exponentiell wächst, also im Mutterleib entsteht ein exponentielles Wachstum, dann wird es langsamer, wenn man älter wird, und mit 20 etwa hören wir auf zu wachsen. Und dieses Wachstumsmuster, was also ab einer optimalen Größe aufhört, normalerweise, das ist sozusagen das, was in der Natur überall passiert. Bäume, Tiere, alles wächst nach diesem Muster. Und das ist eigentlich in jeder Zelle von uns vorprogrammiert. Das heißt, wir haben ganz große Schwierigkeiten. Das lineare Wachstum können wir vielleicht auch noch verstehen. Das ist also, je mehr Maschinen man hat und mehr Zeit, umso mehr Produkte kann man produzieren. Ist nicht so wichtig für unsere Analyse. Was aber das Entscheidende ist, ist das dritte Wachstum. Das ist die Exponentialkurve. Und das kommt in der Natur eigentlich nur vor, wo die Dinge aus der Ordnung sind, Krebs zum Beispiel. Also wenn dieses Wachstum nicht aufhört, dann werden aus einer Zelle 2, 4, 16, 8, 16 und so weiter. Und ich habe ein kleines Beispiel mir in den 30 Jahren jetzt überlegt, wie ich Ihnen erklären kann, dass kein Mensch exponentielles Wachstum richtig einschätzt. Fragen Sie einmal einen Freund oder sich selber, was Sie nehmen würden, wenn Ihr Chef Ihnen eine Möglichkeit bietet, entweder 10.000 Euro die Woche für 52 Wochen, also für ein Jahr, das wären 520.000 Euro, oder 1 Cent in der ersten Woche, 2 in der zweiten, 4 in der dritten und dann jede Woche bis Ende des Jahres 52 Wochen das Doppelte. Normalerweise würden die meisten Menschen sofort sagen, die 10.000 Euro, aber einige haben dann mal was gehört von exponentiellem Wachstum und dem Reiskorn auf dem ersten Feld des Schachbretts und dass das am Ende eben doch sehr zunimmt. Ich frage dann die Leute, schätzen Sie mal ganz wild, geht es in die Millionen, geht es in die Milliarden, was schätzen Sie? Ich bin tatsächlich am Ende zu der Summe gekommen, weil dann muss man das ja noch zusammenzählen, von 45 Billionen Euro in der 52. Woche. Das ist praktisch das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Also auf diese Summe kommt überhaupt kein Mensch. Dieses Nichtwissen, dieses Nichtverstehen dieser gefährlichen Wachstumskurve ist meines Erachtens das Problem, was wir in der Welt im Moment haben. Das ist sozusagen das erste Missverständnis. Ja. Diese ist nochmal total wichtig, dass wir nämlich sehen, dass es ja nicht, also dass die Guthaben in Deutschland so gewachsen sind, dass aber gleichzeitig eben die Schulden auch wachsen. Und das verstehen auch viele Leute nicht, dass eben jedem Guthaben eine Schuld gegenübersteht. Und dass das nicht eine Schere ist, die auseinandergeht. Eine Schere hat normalerweise gerade Schneiden, ja, sondern dass es viel schlimmer ist als eine Schere. Und wenn man dann sieht, dass das reale Wachstum höchstens linear sein kann, dann sieht man eben, dass ab einer bestimmten Größe die Finanzvermögen einfach automatisch größer werden als das, was in der Realwirtschaft erzeugt wird. Und ab dann kann es nur noch in der Spekulation weitergehen. Da möchte ich kurz einhaken. Gerne. Ja. Die Bevölkerung wird ja in Wirklichkeit auch von vielen Wirtschaftsforschern wahrscheinlich sogar gezielt in die Irre geführt, wenn beispielsweise behauptet wird, wir brauchen ein konstantes Wachstum von 3%. Ja. Dann stellen sich die Leute intuitiv eine gerade Linie vor, nicht? Eine gerade mit einer bestimmten konstanten Steigung, und das ist einfach falsch, weil die 3% jedes Jahr sich auf eine neue
wieder gewachsene Basis beziehen. Daher sind konstant 3% jedes Jahr auf eine größere Basis angewandt, ein exponentielles Wachstum. Genau. Und genau das ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Das zweite Missverständnis besteht darin, dass die meisten Menschen glauben, wir zahlen nur Zinsen, wenn wir Geld bei der Bank leihen. Und was sie nicht verstehen, ist, dass natürlich jeder Produzent eines Gutes die Zinsen, die er der Bank zahlt, weil das ja meist mit Schulden finanziert wird, dass er die in die Preise hineinrechnen muss. Und die sind mit unterschiedlichen hohen Zinsanteilen versehen, die aber niemand begreift. Also bei der Müllabfuhr zum Beispiel sind es nur 12%. Beim Trinkwasser geht es dann schon auf 38%. Das sind Preise, die öffentlich einsehbar sind und die auch, das stammt auch von Helmut Kreuz, der seit Jahrzehnten an diesem Ding, an dieser Sache forscht. Und das Allerinteressanteste finde ich, diesen 77-prozentigen Zinsanteil in der Miete von Sozialwohnungen, weil man davon ausgeht, dass eine Sozialwohnung etwa 100 Jahre braucht und natürlich dann auch wieder erneuert werden muss. Und so wird der Zins, auch wenn er dann eines Tages abbezahlt wäre, nie rausgerechnet aus der Miete. Und dann die nächste noch, die dritte Geschichte. Jetzt könnte man ja sagen, gut, wir haben ein gerechtes Geldsystem. Und zwar bezahlt ja jeder Zinsen, wenn er sich Geld leiht, und bekommt Zinsen, wenn er Geld spart. Und was mich am meisten erschüttert hat bei diesem allerersten Vortrag, als ich das in 20 Minuten verstanden habe, war die Tatsache, 10% profitieren von dem System, das ist die Säule, die letzten 10% an Zins durch Zinseinnahmen, 80% zahlen drauf, heute sind es sogar 90%, etwa die Hälfte dessen, was sie bezahlen in den Preisen, sind Zinsen. Mit anderen Worten, wir haben in unserem Geldsystem einen versteckten Umverteilungsmechanismus, der ständig Ressourcen von der großen Mehrheit der Menschen zu einer ganz kleinen Minderheit umverteilt. Und jetzt sagen dann die Leute immer zu mir, aber Frau Kennedy, ist doch völlig klar, warum wir das nicht ändern können. Die letzten 10% werden das nicht zulassen. Und ich sage, es sind nicht die letzten 10%, die das nicht zulassen, es sind die letzten 0,001%. Ich kenne viele in den letzten 10%. Und ich weiß, dass wenn man den Leuten die Wahl gäbe, ein stabiles System, wo sie nicht mehr gewinnen, gegenüber einem unstabilen System, wo sie weiter gewinnen würden, die würden immer das stabile System vorziehen. Das heißt, es sind tatsächlich unter den Leuten, die das verhindern, dass wir das ändern können. Im Grunde gehören wir alle dazu. Ich behaupte das auch, die arme Großmutter, die am Ende des Monats noch ihre 3 Euro Zinsen bekommt, sich dagegen wehren würde, wenn man diese Zinsen abschaffen würde, bis sozusagen ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung nicht begriffen hat, was dieses System mit uns macht. Das ist nämlich im Grunde genommen jede Demokratie ad absurdum führt. Dieses System, was wir haben, ist mit Demokratie nicht vereinbar. Dann würde wahrscheinlich hoffentlich ein evolutionärer Schritt stattfinden, dass die Leute endlich sagen würden, wir brauchen ein anderes System und wir wollen ein anderes System. Und es gibt es und es ist möglich. Über die Alternativen werden wir später noch sprechen. Ja. Ich möchte noch einmal Herrn Hörmann zu Wort kommen lassen. Er hat mich nämlich interessante These, würde ich meinen, formuliert in seinem Buch Das Ende des Geldes. Da gibt es ein Kapitel, da schreiben Sie, Kapitalismus ist ein Betrugsmodell. Neoliberale Denker würden Sie gleich kommunistischer Umtriebe verdächtigen. Aber wie ich weiß, hat Ihre Kritik ja kein ideologisches Interesse. Ja. Aber wie argumentieren Sie das, dass Kapitalismus ein Betrug ist? Einfach aus den historischen Fakten. Wie wir gesehen haben, war die Erfindung von Zentralbanken, die im Privateigentum stehen und dazu dienen, die Monarchen auszuplündern, das erste Betrugsmodell. Genauso wie die 10-fach erhöhte Ausgabe von Depotscheinen für Gold, das nicht vorhanden ist. Auch ein Betrugsmodell. Dann dürfen wir nicht übersehen, was bedeutet denn eine öffentliche Schuld? Was bedeutet es, wenn ein Staat sich bei privaten Banken, also bei Unternehmen, die mit Gewinnabsicht wirtschaften, verschuldet, sich Geld ausborgt bei denen, denen er die Kompetenz, die Macht zur Geldschöpfung selbst übertragen hat. Das bedeutet, dass er hier Zinsen zahlt, obwohl er sie nicht zahlen müsste. Und um diese Zinsen bezahlen zu können, erhebt er von der Bevölkerung Steuern. Das ist der nächste Schritt im Betrugsmodell. Hätten wir die Möglichkeit, als Demokratie uns unser eigenes Geld zu schöpfen, dann hätten wir mit ziemlicher Sicherheit weder Inflation, noch Staatsschulden, noch Steuern.
Und das ist die Option, die wir politisch heute in der Tat haben. Wir können auf vielfältigste Art und Weise, und das muss nicht ein System sein, besser ist immer die Konkurrenz in diesem Fall, unglaublich viele kreative neue Geldsysteme entwickeln und einfach ausprobieren. Das ist nämlich der Punkt. Wir müssen nur für Sicherheit sorgen, im Sinne der Kaufkraft, ohne dass wir uns verschulden müssen, ohne dass wir Inflation haben und ohne dass wir Steuern bezahlen. Und dann gibt's leider Gottes eben auch das Faktum, dass man in manchen Ländern offenbar übersehen hat, dass Steuern auch eine gesetzliche Grundlage brauchen. Es gibt große Staaten, bei denen gewisse namhafte Steuern dieser gesetzlichen Grundlage einfach entbehren, die aber trotzdem erhoben werden, teilweise mit Gewalt eingehoben werden. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wie überhaupt die Kapitalgesellschaft historisch entstanden ist. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde der 14. Verfassungszusatz, der 14th Amendment, in die Verfassung der Vereinigten Staaten aufgenommen, um sicherzustellen, dass die befreiten Sklaven von den neu dazugekommenen Bundesstaaten nicht wieder auf Bundesstaatenebene durch Gesetzgebung unterdrückt und ausgebeutet werden. Und daher hat man das Recht der Person auf Eigentum und so weiter, freie Bewegung etc. dort in der Verfassung im 14. Zusatz verankert. Daraufhin haben dann findige Rechtsanwälte im Auftrage der Unternehmenseigentümer sich genau auf diesen Verfassungszusatz berufen und behauptet, ihr Unternehmen wäre eine Person im Sinne dieses 14. Verfassungszusatzes und hätte nun auch diese Eigentumsrechte, Freiheitsrechte etc. etc. Es ist größenordnungsmäßig ungefähr so, dass sich nur 17 tatsächliche Sklaven als physische Personen auf diesen Verfassungszusatz vor Gericht jemals berufen haben und um die 233 juristische Personen. Und seit damals, durch also Missbrauch der Gesetzgebung, gibt es juristische Personen mit Eigentumsrechten wie natürliche Personen. Damals allerdings war das noch ein geringes Übel. Erst im 19. Jahrhundert ist es dann schlimm geworden mit den sogenannten Robber Barons, mit den Eigentümern der Eisenbahnlinien. Denn die juristische Person im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten war ein sehr schwaches Rechtskonstrukt. Es gab kein Eigentum an einer anderen juristischen Person, also keine Konzernstrukturen. Die Satzungen, die Gesellschaftsverträge mussten alle 5 Jahre mit den Lokalpolitikern neu ausverhandelt werden. Das heißt, wenn sich die Unternehmen nicht sozial verhalten haben oder die Umwelt vergiftet, wurde ihnen die Satzung entzogen und das wurde einem anderen Unternehmer zugeteilt. Ja, der musste sich wieder neu darum bewerben. Die Unternehmen durften nur $50.000 Eigentum haben. Sie durften nur ein bestimmtes Projekt abwickeln, eine Brücke bauen, eine Eisenbahnlinie betreiben. Und irgendwann hat man begonnen, in einem Bundesstaat die Politiker zu bestechen. Ja, sodass dann tatsächlich doch Holdings möglich wurden, Eigentum an anderen juristischen Personen. Die haben das zugelassen und dann wollten alle anderen Unternehmer in diesen einen Bundesstaat sich ansiedeln und haben die anderen lokalen Politiker der Bundesstaaten einfach erpresst mit dem Argument, dann fehlen euch die Arbeitsplätze und es fehlen euch die Steuern. Auf die Art und Weise wurden im 19. Jahrhundert juristischen Personen in den Vereinigten Staaten immer mächtiger. Und weil es im 19. Jahrhundert in den USA so gut funktioniert hat, hat man es im 20. rund um den Globus ausgespielt, ja, und nannte das das Naturgesetz der Globalisierung, gegen das man einfach nichts machen kann. Und die Bevölkerung hat einfach völlig übersehen, dass das Geldsystem genauso wie die juristische Person auf dem Gesetz beruht. Hätte sich irgendjemand, ja, um die Gesetzgebung gekümmert, ja, und nicht nur ausschließlich um die Eigeninteressen, könnte man jederzeit den juristischen Personen ihre Satzungen entziehen und zum Beispiel sagen, juristische Personen existieren nicht mehr, denn wir brauchen sie nicht. Ja? Niemand braucht das. Wir können andere Organisationsformen finden jederzeit. Es ist eben nur eine Frage, wie das bewerkstelligt wird. Manchmal findet man im Internet Perlen, wenn es darum geht, komplexe Zusammenhänge unserer Finanzwelt kreativ zu erklären. Ich habe von einer anonymen Quelle, vermutlich ein ehemaliger Insider, Bankeninsider, der Tucholsky liebt, ein Gedicht gefunden mit dem Titel Höhere Finanzmathematik, das ich Ihnen kurz vortragen möchte. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf. Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben. Treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen. Und die Hypothek aufs Haus heißt, die Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken,
kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Nein, da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite. Hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn die Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen. Ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird ein bisschen Krieg gemacht. Das Gedicht, das ist jetzt Schluss. Ich danke dem Anonymous. Man kann sagen, diese Analyse ist durchaus scharfzüngig, aber um intellektuell redlich zu bleiben, muss man sagen, sie ist auch ergänzungsbedürftig. Denn neben den Börsen und Banken haben ja auch Staat und Politik Anteile an der Finanzkrise. Welche Rolle spielen die denn, Frau Kennedy? Also ich glaube, dass sie an allererster Stelle sozusagen die Banken überhaupt am Leben erhalten und im Grunde genommen die Interessen der Finanzelite vertreten. Die Politiker. So deutlich wie seit 2 Jahren haben wir das ja überhaupt noch nie gesehen. Wir haben immer geglaubt, die Politik regiert die Banken, weil da ja auch so jahrelang das eigentlich immer nur so einigermaßen lief. Aber wenn man sich das in Deutschland anguckt, dann regiert die Atomlobby, was da in der Atomindustrie passiert, dann wird Herr Ackermann dazu gebeten, doch Frau Merkel zu sagen, was jetzt zu tun sei, was die Finanzwelt anbelangt. Ich bin der Meinung, man kann Banken durchaus pleite gehen lassen, wie jeden anderen Geschäftsbetrieb, wenn er Fehler macht. Und ich bin der Meinung, dass das noch nicht, das ist nämlich der Hebel, der da immer benutzt wird. Die Banken sagen, dann bricht der ganze Zahlungsverkehr zusammen. Mit anderen, die ganze Wirtschaft bricht dann zusammen. Ja, überhaupt nicht. Man kann den Zahlungsverkehr natürlich weiter aufrechterhalten, ohne jedes Problem. Und die Banken pleite gehen lassen, dann wird das ausgelagert und das macht man ja bei großen Betrieben sowieso. Das, was noch funktioniert, wird bei großen Pleiten von großen Betrieben woanders hin verlagert und funktioniert da wunderbar weiter. Der Zahlungsverkehr und so weiter, Buchungen, das kann man natürlich alles weiterlaufen lassen. Man muss die Banken nicht retten und ich halte das für eine richtige Volksverdummung, was da mit uns gemacht wurde. Herr Hammer. Wie sehen Sie denn die Verantwortung der Staaten und Banken? Wir haben keine Staaten mehr. Wir haben keine Politiker mehr. In diesen Positionen sitzen, Mitarbeiter von Banken. Ja, genau. Sehen Sie einen Herrn Geithner, einen Herrn Paulsen, ja, sehen Sie auch die Frau Merkel. Ja. Das doppelte Budget, den doppelten Staatshaushalt, den deutschen Banken zur Verfügung zu stellen, aufgrund eines Gesetzes, das in einer privaten Rechtsanwaltskanzlei von den Rechtsanwälten der Banker geschrieben wurde, ohne parlamentarische Kontrolle und dann der Bevölkerung zu erzählen, das ist alternativlos, ist spannend. Dazu gibt es Juristen, die sagen, das war ein mehrfacher Bruch des Grundgesetzes. Ja. Ich kann Ihnen da nur recht geben. Ich habe in Argentinien einen Vortrag gehalten, gleich nachdem da das Geldsystem zusammengebrochen ist. Und nach dem Vortrag kam ein argentinischer Banker, der 36 Jahre in der Zentralbank gearbeitet hatte, auf mich zu und sagte, wenn Sie diese Folie zeigen, nicht, also die 10%, die von dem System profitieren, die 90%, die draufzahlen, sagen Sie doch bitte dazu, was nützt uns die Gleichheit vor dem Recht, wenn wir keine Gleichheit vor dem Geld haben? Und ich kann Ihnen sagen, der Mann wusste, wovon er sprach. Frau Kennedy. Ist die progressive Verschuldung der Nationalstaaten, das heißt der Steuerzahler und ihrer Kindeskinder, ist die noch zu stemmen? Und wenn ja, wie? Ich glaube, es gibt kein industrialisiertes Land der Welt, was noch seine Schulden zurückzahlen kann. Das Ganze lässt sich nur über einen Crash. Ich behaupte, dass
wir den Crash brauchen als Reinigungsprozess statt Krieg, wie das in der Vergangenheit war. Es gab also drei historische Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Das erste war, einen Krieg anzuzetteln, zum Beispiel der erste und der zweite Weltkrieg sind beide ausgebrochen, als die Zinsen bei 2,5% waren. Das zweite waren soziale Revolutionen, aber weder in Frankreich noch in Russland noch in China wurde nach diesen Revolutionen das Geldsystem verändert. Also haben wir dasselbe Problem immer noch. Und das dritte ist eben Crash, und ich behaupte mal, dass das, was wir vor uns haben, ungleich schwieriger sein wird, als das in den 29-30er Jahren, also Anfang des letzten Jahrhunderts, weil zum Beispiel in Amerika, für die Amerikaner wird es wirklich schwierig werden, weil es diese ganze Produktionsbasis, die es damals ja noch gab, es gab ja noch Fabriken, es gab ja noch also wirklich aktive Wirtschaftsaktivitäten, also die funktionieren konnten, die gibt es heute nicht mehr, weil im Grunde genommen Amerika seine ganze Produktion nach China verlagert hat oder in andere Staaten. Also das wird schon sehr schwierig sein, und wir werden, und ich bin jetzt froh, dass wir langsam in diese Richtung kommen, weil wir brauchen tatsächlich andere Lösungen. Was den Crash betrifft, und da muss ich schon auch noch etwas hinzufügen, Albert Einstein hat jetzt etwas so Schönes gesagt, hat gesagt, Probleme, die wir aus einer bestimmten Geisteshaltung geerbt haben, die so entstanden sind, die müssen wir mit einer völlig anderen Geisteshaltung lösen. Und das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Ich beziehe mich da auf die Publikation, die ich vorher mit 5 Co-Autoren geschrieben habe, vor dem Ende des Geldes, die Finanzkrise als Chance zum Multiparadigmenwechsel. Wir brauchen nicht unbedingt Krieg und wir brauchen auch nicht unbedingt Crash. Das Modell, an dem wir arbeiten und was wir eben auch vertreten, also mein wissenschaftliches Netzwerk, meine Freunde und ich, das ist, dass wir ein anderes System vorschlagen, in das sowohl der untere Teil, wenn man so will, der Gesellschaft, die heute eben darunter leiden, dass sie zu wenig haben, als auch die Eliten hinüberkommen, dass sie also empfangen werden, ja, herzlich willkommen im neuen System, indem man den Superreichen einfach klar macht, wie viel ihres sogenannten Reichtums, der großteils nur am Papier existiert, benötigen sie in Wirklichkeit für das Halten ihres Lebensstandards. Dann werden Sie nämlich sehen, dass das maximal 2-3% sind. Mit dem Rest Ihres sogenannten Reichtums spielen Sie sowieso laufend nur herum und fühlen sich dabei mächtig, werden aber in Wirklichkeit laufend von den Brokern und den Tradern und sonst wem betrogen und über den Tisch gezogen. Ja, wollen das gar nicht wissen, weil sonst würden Sie selber am System verzweifeln. Und dieses imaginäre Vermögen, das Sie für den Lebensstandard gar nicht brauchen, löscht schon mal einen Großteil dieser Schulden aus. Und dann schaffen wir ein anderes System, in dem wir alle durch die Entwicklung unserer geistigen Fähigkeiten und unserer Leistungen, die wir für die Gemeinschaft entwickeln, belohnt werden, ja, mit einem vollkommen anders funktionierenden Geldsystem. Wenn es uns gelingt, hier wirklich breiteste Teile der Bevölkerung von ganz oben bis ganz unten an einem Strang ziehen zu lassen, dann können wir diese Konflikte, die sich da potenziell auftun, komplett umschiffen. Frau Kennedy, was wäre denn ein Geldsystem ohne Zinsen und Inflation? Ja, und ich glaube eben, dass es nicht ein Geldsystem sein wird, sondern dass es viele werden. Und da sind wir uns auch einig, also das hat Hayek auch schon vor vielen Jahren postuliert. Wir brauchen eine Wahlfreiheit bei den Geldsystemen, und ich denke auch, können Sie mal deutlich machen, was Sie verstehen unter Geldsysteme in dem Fall? Ja, also zum Beispiel habe ich mir 2001 überlegt, wie können wir praktische Beispiele schaffen für einen anderen Umgang mit Geld. Und ein Ergebnis dieser Überlegungen war eben das Buch über Regionalwährungen, weil ich sah, dass das, was auf der kleinsten Ebene passierte mit den lokalen Local Exchange and Trading System, sogenannten LET-Systemen, wo Leute einfach Leistungen miteinander austauschen, dass die alle kurze Zeit aufblühen, dann wieder zurückfallen, weil eben immer jemand dabei sein muss, der sozusagen dafür sorgt, dass die großen Minusstände mit den großen Plusständen irgendwie zusammenkommen. Und das ist eine mühselige Arbeit auf Dauer. Und dann dachte ich, aber ganz Deutschland, also den ganzen Staat mit einem neuen Geldsystem zu beglücken, das traute ich mir dann doch in diesem Zustand noch nicht zu. Aber ich dachte, vielleicht könnte man sagen, zwischen der lokalen und der nationalen Ebene gibt es eine regionale Ebene. Und es sind ja jetzt sehr viele neue
Dinge im Entstehen, wie zum Beispiel durch diese vielen Fleischskandale. Auf einmal findet man, dass größer nicht unbedingt besser ist, sondern dass vielleicht kleiner besser ist. Und dasselbe trifft eigentlich auf die Energieversorgung zu, dass es eigentlich viel günstiger ist, regional, dezentral erneuerbare Energien zu fördern, als diese Riesenprojekte, wie jetzt zum Beispiel diese Desert-Tech-Geschichte, nicht? Dass die sind ja sowas von anfällig. Und so gibt es eine Menge an Argumenten heutzutage auch, dass die Menschen eigentlich wieder einen Bezugspunkt brauchen, um sich verantwortlich zu fühlen für das, was in ihrer Region passiert. Und da schien die Regionalwährung so eine Möglichkeit, das vielleicht zu beschleunigen, dem noch einen weiteren Aspekt zuzufügen. Und es sind tatsächlich um die 70, 80 Systeme entstanden, wovon 1, 2, 3 wirklich ganz gut funktionieren. Das ist ja alles noch so, dass der Staat nicht erlaubt, dass sozusagen die staatlichen Einnahmen und Ausgaben darüber beglichen werden, im Gegensatz zu Österreich. Also Österreich hat das mal wieder besser. In Vorarlberg gibt es also schon eine Gruppe, die von leistungsgedeckten, also mit Arbeit gedeckten Währungen bis zu Euro gedeckten Währungen bis zu Zeitvorsorgesystemen nach einem japanischen Vorbild, was man ganz leicht erklären kann. Da haben die festgestellt, die Japaner konnten also die alten Menschen nicht mehr versorgen, haben gesagt, hat ein Justizminister dieses System angeregt, dass man das Jüngere, das müssen ja nicht ganz junge Leute sein, können auch weniger gebrechliche ältere Menschen sein, die helfen anderen und kriegen das stundenweise gut geschrieben und können das dann entweder an Eltern oder Freunde oder selber gebrauchen, wenn sie das brauchen. Das ist das Interessante eben, dass schon in Vorarlberg jetzt mindestens 3, 4 Systeme nebeneinander existieren und das Zeitvorsorgesystem wird zum Beispiel in Vorarlberg vom Staat unterstützt. Erstens mal müssen die Leute keine Steuern bezahlen. Eine Stunde ist eine Stunde heute, morgen, übermorgen, das ist völlig inflationsfrei. Und drittens hat der Staat, also das Land Vorarlberg jetzt... Wird sich freuen, der Landeshauptmann und die Staat sein. Abgesichert, ja. Die haben jetzt tatsächlich beschlossen, dass sie die Garantie übernehmen, dass wenn Leute später kommen und diese Leistungen fordern, dass das Land dafür sorgt, dass das auch passiert. Also das sind so Möglichkeiten, sozusagen die Region zu fördern, deren wirtschaftliche Liquidität zu erhöhen, die Betriebe in der Region zu fördern, weil man kann ja auch mit dem Euro regional einkaufen, aber mit dem Regio, also wenn man mit Euro bezahlt, kann der Nächste wieder auf dem Weltmarkt damit spekulieren, sagen wir mal, aber mit der Regionalwährung kann er das nicht. Die muss wieder, wenn sie weitergegeben wird, auch wieder regional verwendet werden. Und damit erzeugt man eben einen anderen Kreislauf in der Beziehung. Das sind so ein paar Beispiele, aber es gibt noch mehr. Aber welche Rolle können die denn übernehmen jetzt im Vergleich jetzt zu einem nationalen und internationalen System? Ja, also System. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt in einer Region, man stellt sich vor, eine ländliche Region, Sie bringen Ihr Geld zur Bank, dann wird die Bank das dort investieren müssen, wo sie den höchsten Gewinn, das ist sozusagen die Aufgabe, die sie der Bank übergeben. Das ist aber normalerweise nicht die ländliche Region, sondern die schicken das nach China, nach Brasilien, wo immer sie den höchsten Gewinn erzielen können und behalten nur einen Teil davon vielleicht in der Region. Und das ist der Unterschied zur Regionalwährung. Wir haben jetzt zum Beispiel der Chiemgauer, da ist zum Beispiel eine Sache passiert. Da gab es einen Käsefabrikanten, dessen Käse wurde in Norddeutschland. Wir konnten den in Norddeutschland kaufen, aber in der Region konnte er nicht gekauft werden. Und dann sind die Leute, die da die Regionalwährung angestoßen haben, zu dem hingegangen, könntest du das auch für Regionalwährung in der Region verkaufen? Naja, sagt er, wenn ich die Milch, die Ziegenmilch und die Schafsmilch dafür kriege, dann sind die zu den Bauern gegangen und hat der Bauer gesagt, ja, wenn ich das Geld wieder ausgeben kann, dann haben die 700 Geschäfte, wo die Bauern, haben die gesagt, das können wir eigentlich machen. Also plötzlich war da wieder ein neuer Kreislauf, die Landwirte haben dem Molkereibesitzer da die Milch verkauft, der hat die Sache in den Läden in der Region verkauft, konnte jemand einstellen und so gibt es halt ganz viele Beispiele, wie tatsächlich dieses regionale Geld eine andere Bewusstheit schafft dafür, was regionale Kreisläufe sind und dass man überhaupt regional einkaufen
sollte und kann. Aber das ist noch komplementär zum traditionellen. Wir werden das traditionelle Euro oder wie das immer dann heißt, noch immer haben. Deswegen heißen diese Währungen auch komplementäre Währungen und nicht. Also, und wenn Leute sagen, wir machen eine Alternativwährung, dann sage ich immer, also eine Alternative sind wir noch nicht. Aber was ich eben wichtig finde, ist, wir haben ja heute sozusagen das effizienteste Geldsystem, technisch gesehen, was die Welt je gesehen hat. Das gab es noch nie, dass man in Sekundenschnelle Milliarden um den Erdball jagen konnte. Also Effizienz ist dieses Geldsystem. Und es ist effizienter als die Regionalwährung. Aber was es nicht ist, wenn man sich anguckt, komplexe Systeme, was macht diese komplexen Systeme wirklich stabil? Dann ist es eine Mischung zwischen Effizienz und Resilienz. Und Resilienz heißt also im Grunde genommen Vielfalt, Verknüpfung. Herr Hörmann, auch Sie haben eine Vision, wie nach einem Crash das Finanzsystem ausschauen könnte, nämlich demokratisch. Und dann haben Sie eine eigene Währung, das Geld mit T. Was ist das? Ja, ein besseres Modell ist die sich selbst steuernde, emergente Gesellschaft nach chaotischen Prinzipien mit möglichst vielen Freiheitsgraden. Und das bedeutet, dass wir Geld, bei uns eben mit T genannt, weil es von Gelten, also von einem Vertrag kommt, auch so konstruieren können, dass wir keine physischen Objekte mehr brauchen, die einen Wert simulieren, den sie gar nicht mehr haben. Denn unsere Zettel und unsere Bits und Bytes im Computer haben keinen Wert. Wir haben den Übergang vom wahren Geld mit einem Eigenwert zur bloßen Information längst vollzogen, können uns aber innerlich, gefühlsmäßig, emotional nicht mehr davon trennen, nicht? Weil das so über Generationen ins Unterbewusstsein geschwappt ist, dieses Verhalten. Und wie funktioniert das sozusagen, der Austausch von Gütern, Dienstleistungen, wie funktioniert das mit solange Geld? Solange wir glauben, wir sind auf einen Tausch angewiesen, glauben wir auch, wir müssten etwas weitergeben von gleichem Wert. Jetzt kommt der entscheidende Aspekt. Wir brauchen hier keine Materie, die selbst einen Wert hat. In China hat beinahe 11.000 Jahre lang ein System funktioniert, das hieß Fei Lun, das fliegende Rad. Ein Rad mit 5 Speichen und einem Flügel dabei. Das hat so funktioniert, dass in jeden Laden für die Kunden einfach ein Kreidekreis gemalt wurde und eine Zahl hineingeschrieben. Und wenn der Kunde etwas geholt hat, ging die Zahl hinauf, hat er etwas gebracht, ging die Zahl hinunter. Wir brauchen also nur ein Bewertungssystem, ein Nummerierungssystem von Zahlen, die wir aufschreiben. Diese Zahlen brauchen nicht gedeckt sein, keinen Wert haben, nicht aus Gold sein, völlig uninteressant. Später hat man dann für diese Leute kleine Bücher mit kleinen Zettelchen, also eigentlich eine Kreditoren-Debitoren-Buchhaltung, mit kleinen Zettelchen gebildet, und wenn jemand gestorben ist, hat man ihm die Schuld erlassen, indem man einfach mit seinem Tod die Seite herausgerissen hat und das Zettelchen bei Begräbnisfeierlichkeiten verbrannt. Daher kommt nämlich auch der Brauch, dass Chinesen noch heute bei Beerdigungen kleine Zettelchen verbrennen. Hat 11.000 Jahre wunderbar funktioniert, ein sich selbst steuerndes System, und nur zur Bezahlung von Steuern wurde das monopolistische Regierungsgeld verwendet, weil da die Regierung nur ihr eigenes Geld akzeptiert hat. In diesem Sinn heißt es, Geld, so verstanden, ist nichts anderes als ein Steuerungsprinzip, das auf Informationen beruht, zur Kooperation der Bevölkerung. Und bedarf natürlich eines gesellschaftlichen Grundkonsenses. Sinnvollerweise nehmen wir heute keine Zettel und keine Kreide. Wir werden das Internet verwenden. Ja, wir werden unsere Technologie, unsere Server verwenden. Aber nicht aus einem dunklen Ministerium, der Big Brother, der uns alle unterjocht, sondern transparent und für jeden nachvollziehbar, mit freiwilliger Mitgliedschaft, möglicherweise sogar in x verschiedenen Rechnungskreisen, damit man ein bisschen was ausprobieren kann, was besser zu einem passt. Ein ganz wichtiger Punkt. Und dann können wir Geld, solange wir sowas überhaupt noch haben wollen, dafür verwenden, dass sich die Menschen individuell maximal entfalten können. Ja, dafür brauchen wir natürlich dann geistige Begleiter, wir nennen die Wegbegleiter. Stellen Sie sich mal vor, 10% der Bevölkerung haben einen neuen Job. Ihr Job ist es, ein Leben lang dafür zu sorgen, dass 10 bis 20 andere Menschen glücklich werden. Und dafür verdienen sie auch noch Geld. Geistige Begleiter, die von kleinen Kindern bis zu den alten Menschen, die befragen, was willst du am besten tun? Wie kannst du dich verbessern? Ich nehme nicht Menschen Vergleich und Standard, eine Norm, sondern wo willst du hin? Was ist dein Potenzial? Wir schöpfen das maximale menschliche Potenzial aus. Sie kennen ja die Theorie von McGregor, X- und Y-Theorie. Ne? Wir brauchen einfach Vertrauen in das Entwicklungspotenzial der Menschen und belohnen das mit unserem Informationsgeld, diesen Entwicklungsprozess. Das heißt, wir hätten hier die Chance,
ein Geldsystem zu entwickeln, das auf jeden Menschen und auf jede Lebensphase maßgeschneidert funktioniert. Wir wissen, dass Medikamente heute eigentlich nur dann funktionieren würde, wenn wir sie auf die DNS eines Menschen maßschneidern. 80% der Medikamente, wenn sie vom Fließband kommen, haben heute nur Nebenwirkungen und helfen nicht, weil sie nicht auf die DNS programmiert sind. Unsere Form von Geldsystem würde die Entwicklung des Menschen in jeder Phase optimal mit unterschiedlichen Anreizsystemen kombinieren, sodass er das maximale Potenzial entfaltet, dabei durch die geistigen Hormonausschüttungen im Gehirn permanent glücklich ist und die Produkte seiner Tätigkeit freudvoll in die Gemeinschaft einbringt. Das alles ist möglich! Zum Schluss noch, vielleicht ganz praktisch. Wir hier, die wir alle kleine Sparer, kleine Steuerzahler sind, können Sie uns noch ein paar Ratschläge geben, was wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit unserem Geld machen können? Es wird jeder sagen, ich habe wenig, was soll das? Ja? Naja. Aber in der Summe ist es ja viel. Wenn man realistisch ist, wird man jetzt noch realwirtschaftlich das reparieren lassen, was in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht kaputt gehen wird. Also Autos schauen, dass die noch so überholt sind, dass sie 2-3 Jahre fahren. Ja? Küchengeräte, von denen man will, dass sie noch funktionieren, jetzt erneuern lassen, anstatt später. Ja? Also jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man sagt, wie komme ich in der Realökonomie, nämlich gedacht über die nächsten 2-3 Jahre. Und wenn man da ausgesorgt hat und das abgedeckt hat, dann kommt der nächste Schritt. Dann fragt man im Freundes- und Bekanntenkreis weiter, brauchst du noch etwas? Ich habe etwas auf der Seite, ich schenke es dir. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann gibt es zum Beispiel sehr innovative kleine Softwarefirmen, die uns gerade jetzt unterstützen können und die dann sagen, wir brauchen genau jetzt 3.000 Euro, weil in 3 Monaten haben wir eh schon Finanzierungszusagen, weil uns der Provider jetzt das Internet abdrehen will. Und solche Geschichten. Ja? Also wenn wir jetzt beginnen, gierig aufs Geld zu schauen und zu sagen, ah, der hält seinen Vertrag nicht ein, ja, und kündige ich da sofort, dann machen wir exakt alles viel, viel schlimmer. Ja? Genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie allen Ihren Schuldnern ja, komplett alles nachlassen sollten. Damit nehmen wir den kompletten Druck aus dem System. Der Druck im System entsteht ja genau dadurch, dass die Menschen verunsichert sind und sagen, und jetzt verkürze ich meine Zahlungsfristen. Bei meinen eigenen Schuldnern, ja, denen steige ich unglaublich drauf und da kommt dann gleich der Exekutor und so weiter. Wenn sich das vervielfältigt, nämlich dieses Verhaltensmuster, führt alleine das zum Crash. Wenn wir aber jetzt loslassen können, ist wie ein menschlicher Organismus, ja, denken Sie an einen Herzinfarkt, an irgendeine Verkrampfung. Ja, das ist auch ein Zusammenziehen, eine Kontraktionsbewegung. Aber wenn Sie entspannt sind, ja, versuchen Sie mal, wenn Sie Schmerzen haben irgendwo, gezielt diesen Körperbereich, die Region einfach zu entspannen, locker lassen. Ja. Meistens verschwindet dann der Schmerz von allein. Und das ist hier das Gleiche. Wenn wir also jetzt zulassen, dass alles locker fließt, ja, und sich diese Staus und Verkrampfungen lösen im System, dann kommen wir noch ein paar Monate länger über die Runden. Viel länger wird es nicht sein. Denn über die ganz großen Hebel ganz oben verfügen wir leider nicht. Was ist sozusagen sinnvoll mit unserem Geld, sodass wir mit unserem Geld etwas auch steuern können? Also diese Frage wird mir nach jedem Vortrag gestellt. Investieren Sie in einen ökologischen Bauernhof, möglichst in der Nähe, in ein sehr solides Fahrrad. Machen Sie sich energetisch so unabhängig, wie es nur geht, vielleicht sogar wassermäßig und so weiter. Es kann ja nicht schaden auf alle Fälle, es kann höchstens nützen. Und mein Vorschlag wäre wirklich, dass wenn Sie irgendwo Menschen finden, die daran arbeiten, diese neuen Geldsysteme einzuführen, weil das braucht erstmal ein bisschen Geld, das braucht erstmal ein bisschen Unterstützung, dann geben Sie da auch Ressourcen hinein, damit langsam die Informationen und dass die Modelle stimmen. Also ich investiere da seit den 30 Jahren, seit ich das begriffen habe, auch ziemlich viel so, was ich an Geld übrig habe. Das System ist einfach, Gott sei Dank, an einem Punkt, wo es aus Eigendynamik am Zusammenbrechen ist. Und was wir wirklich brauchen, ist eine Information, wie wir ein besseres System danach schaffen können. Und ich glaube, dass hier werden Möglichkeiten aufgezeigt, in anderen Kontexten werden Möglichkeiten aufgezeigt. Und sich darüber zu informieren und daran zu arbeiten, glaube ich, ist der größte Hebel, den wir noch haben. Zum Schluss möchte ich noch daran erinnern, auch wenn viele in unserer Welt schon glauben, alle Macht geht vom Geld aus,
Im Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes steht immer noch, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Daran sollte sich eine Finanzpolitik der Zukunft orientieren. Und wenn nicht, dann müssen Sie, die Bürgerinnen und Bürger, das in Ihrem Interesse und im Interesse unserer Kinder einfordern. Das ist unser Land, das ist unsere Welt. Frau Kennedy, Herr Heuermann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die deutsche Ökonomin Margaret Kennedy und Franz Heuermann, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, zu Gast bei Johannes Kaub in einer Veranstaltung der Reihe Im Zeitraum im Radio Kulturhaus. Einen angenehmen Abend mit Ö1 wünscht Manfred Kronsteiner.